Wir begrüßen Sie zu dieser Sendung und laden Sie ein, mit uns eine kurze Besinnung zu halten und dafür Psalm 23 in die Mitte zu stellen, der Gott als guten Hirten besingt. Für mich ist dieses Lied eines der schönsten des ganzen Psalters. Vielleicht haben Sie Lust, mit uns zu singen. Der Text ist fürs Mitsingen wie geschaffen. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Er stillt mein Verlangen. Er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht? Ich fürchte kein Unheil. Denn du bist bei mir. Dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde, du salbst mein Haupt mit Öl, du füllst mir reichlich den Becher. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Lauter Güte und Huld werden mir folgen. Mein Leben lang und im Haus des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Der Psalmensänger legt Zeugnis ab von seiner Erfahrung: Bei Gott bin ich geborgen. Gottes Zuwendung zu uns beschreibt er in aussagekräftigen Bildern. Gott führt uns als Hirt auf gute Weide und zur Ruhe am Wasser. Er geht selber mit und macht Mut zum Weitergehen. Er bereitet das Mahl und sorgt für das Wohlbefinden. Das Glück, das unser Herz immer wieder erfüllt, ist seine Gabe. Das alles gilt aber nicht nur in guten Tagen, sondern gerade auch dann, wenn das Leben mühsam und dunkel ist, wenn der Weg beschwerlich wird. Die tröstliche Verheißung, dass wir einen guten Hirten haben, will uns ein Leben lang begleiten. Auch wenn ich nur noch eine dunkle Schlucht um mich herum erkennen kann. Christus, unserem guten Hirten, der sein Leben für uns hingegeben hat, empfehlen wir alle Menschen. Wir beten zu ihm für unsere Welt, die sich nach Frieden und Gerechtigkeit sehnt. Lass das Reich der Liebe, das du uns verheißen hast, unter den Völkern Wirklichkeit werden. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns.
Wir beten zu ihm für die Menschen, die in ihrer Not aus Krisengebieten geflüchtet sind und bei uns nun eine neue Heimat suchen. Lass sie bei den Schwierigkeiten der Eingliederung nicht mutlos werden. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Wir beten zu ihm für alle, die auf seinen Namen getauft sind. Führe sie zur Einheit im Bekenntnis des Glaubens und in den Sakramenten. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Wir beten zu ihm für die Kinder, die ohne elterliche Liebe aufwachsen müssen. Begleite du ihren Weg ins Leben durch verständnisvolle Pflegeeltern, Lehrer und Erzieher. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Wir beten zu ihm für alle, deren Arbeitsplatz gefährdet ist, für jene, die schon lange arbeitslos sind und für die Jugendlichen, die nur schwer eine passende Arbeits- oder Ausbildungsstelle finden, die ihren Möglichkeiten entspricht. Erhalte in ihnen die Hoffnung auf einen guten Weg in die Zukunft. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Herr, segne uns als guter Hirt, der die Seinen kennt und liebt. Herr, schütze uns als starker Hirt vor allen Bedrohungen für Leib und Seele in dieser Zeit. Herr, führe uns als treuer Hirt auf den Wegen unseres Lebens bis zur Vollendung im Haus des Vaters. Amen.